Ich teste mal den Stadium Stampede Mode, wobei ich jetzt auch bedenken muss, ich wollte eigentlich AEW Fight Forever beenden. Allerdings haben die letzten Videos so viele Leute, so viele Viewer angezogen, dass ich es mir vielleicht nochmal überlege. Aber ich kann ja nicht nur danach gehen. Aber jetzt probieren wir erstmal Stadium Stampede, ein Battle Royal Modus, bei dem bis zu 30 Wrestler auf einmal gegeneinander antreten. Kämpfe in einer riesigen Arena, sieh zu, dass du als letzter übrig bleibst. Ist so eine Art Fortnite. Wobei ich gehört habe, dass es kürzlich schon kaum noch genug Spieler online gab, sodass es mit Bots aufgefüllt werden musste. Stadium Stampede in der Realität fand ich furchtbar. Erst fand ich es ganz cool, weil das war so ein bisschen wie das, was man früher mit seinen eigenen Wrestling-Action-Figuren gemacht hat, so ein wilder Massenbrawl durch wilde Landschaften. Aber was das Match für mich gekillt hat, war diese Szene mit Matt Hardy, wo der unter Wasser vor laufender Kamera sein Outfit änderte. Das war zu abstrus, zu lächerlich. Das ging gar nicht. Und solche Aktionen kann Welcome man to sich nicht Stadium bieten. Stampede Mode. In einem Video. Here you can enjoy 30-person battle royales against players around the world. In einem Videospiel toleriere ich sowas vielleicht noch eher, aber ich fürchte, dass sich das genauso fummelig spielt wie die Minigames und danach sah es schon aus. So, willkommen bei Stadium Stampede. Misst dich mit Spielern aus aller Welt und erlebe hitzige Battle Royale Matches, bei denen alles möglich ist. Jetzt ist die Frage, was hat all das mit Wrestling zu tun? Um zu gewinnen, solltest du ein paar Asse im Ärmel haben, verpasse deinen Wrestlern Heat Skills, um den ultimativen Battle Royal Champion zu erstellen. Um Champion zu werden, musst du auch dem Publikum gefallen. Führe waghalsige Aktionen durch, um deine Attraktivität zu steigern. Deine Attraktivität, bin ich nicht attraktiv genug? Deine Attraktivität zu steigern kann Fieberzeit auslösen, während der für deine Aktion mehr Medaillen erscheinen, wodurch du deine Stufe leichter steigern kannst. Solche Terminologies hier, die sollte man nicht den Fans zeigen. In Stadium Stampede gelten die normalen Wrestling-Regeln nicht, ja, bei AEW auch nicht. Also fangen selbst die, oder welche Regeln? Es gibt keine Regeln bei AEW. Also fangen selbst die erfahrensten Teilnehmer von ganz vorne an. Nutze Waffenspezialaktionen, um als letzter Wrestler übrig zu bleiben. Ich habe dieses Spiel noch nie online gespielt, generell. Ich wähle natürlich CM Punk. Es ist viel zu komplex für so einen albernen Modus. Wähle einen Wrestler zum Kämpfen aus. Es gibt drei Arten von Wrestlern: ausgewogene, Highflyer und Power Wrestler. Jeder Typ hat unterschiedliche Moves und Beweglichkeit. Probiere alles aus, lerne ihre Stärken zu nutzen. Ich nehme natürlich CM Punk. Wenn ich ein paar AEW Die Hard Fans anpissen kann, dann ist es mir doch das locker wert. Dass sie ihn nicht aus dem Spiel genommen haben, wundert mich doch. So, ich hoffe, dass die sich richtig ärgern, dass ich CM Punk bin. So, und ich probiere es mal. Ich versuche so offen wie möglich dran zu gehen. Meine Meinung habe ich jetzt schon geäußert und jetzt in einem Videospiel kann es ja vielleicht Spaß machen, wenn wir jetzt überhaupt irgendwelche Gegner finden. Nicht, dass wir jetzt gegen fünf Menschen und zig Computer wrestlen. 24 Computer wären das dann, ne? Es dauert schon relativ lange. Ich habe gerade die ganze Zeit FIFA, EA, oder FIFA sagt man intuitiv, EAFC online gespielt. Und wie ihr in meinen anderen Videos sehen könnt, lief das alles wunderbar. Ich habe auch gerade keinen Upload am Laufen, keinen Download am Laufen. Deswegen ist die Frage, warum das jetzt hier so lange dauert. Weil wahrscheinlich, weil das Spiel hier kein Schwein mehr spielt. Heat Skills: 11 Schlag, 2 Grapple, 2 Luft, 2 Waffe. Man kann hier aber nicht viele Aktionen zeigen, oder? Ist das normal, dass das so lange dauert? Ich breche es mal ab. Ich pausiere das Video mal und steige wieder ein, wenn es fertig ist. Wobei das ja hier als investigativer Journalismus vielleicht mal jetzt laufen sollte. Ich breche mal ab und ich versuche es nochmal und lasse das Video doch mal laufen. Wenn das dann doch länger dauern sollte, dann da bin ich auf Stufe 1, alle anderen sind auf anderen Stufen mittlerweile. Also wir sehen, es dauert sehr lange. Ich lasse mal eine Minute laufen. Wenn es nach einer Minute immer noch nicht fertig ist, dann pausiere ich das Video mal, damit ihr euch das nicht alles anschauen müsst. Aber ich denke, das ist repräsentativ. Es hieß ja, dieses Spiel ist tot. Es spielt niemand mehr. Und ich glaube, auch dieser Modus konnte daran nicht so viel ändern. An einem Freitagabend. Die typischen AEW-Fans, die sitzen ja Freitagabends auch zu Hause. Gut, ich jetzt auch. Von daher möchte ich da jetzt mal nicht drüber scherzen.
Na gut, Paderborn hat eben gespielt, EA FC ist rausgekommen. Ich habe morgen schon soziale Aktivitäten anstehen, da kann man auch mal einen Freitagabend vor der Konsole verbringen. Allerdings finden wir keine Spieler. Ich pausiere mal das Video. Knapp 2 Minuten am Laden, am Suchen und es läuft immer noch. Ich glaube, wir finden hier keine Gegner. Werde ich diesen Modus jemals spielen können? Ist das peinlich. Ich möchte anmerken, dass der Rest meines Internets stabil läuft. Ist das bei euch auch so, dass man niemanden findet? Ich lasse es mal noch weiterlaufen. Nach knapp 2,5 Minuten hat man tatsächlich Leute gefunden. So, feldbereit, die Mitte des Stadions mit freier Sicht auf den Spielfeldrand. Ein breiter Gang im Stadion mit Blick auf die 2. Etage. Bürobereich mit Konferenzräumen und einem Parkplatz auf der 1. Etage. Sitzbereich, der Sitzbereich mit Blick auf das Feld. Essbereich. Ansack-Monster, Dia, Adrian. Sind das jetzt alles menschliche Spieler? Ich weiß nicht, was mich... Ich weiß nur so halb, was mich erwartet. Da ist jemand schon auf Stufe 50. Ganz viel auf Stufe 1. Ich lasse mich mal berieseln. Vielleicht gefällt es mir wieder erwarten richtig gut. Wie gesagt, auch das Original Stadium Stampede, das hatte so ein bisschen Charme. Das bin ich. Ich bin der heißeste Spieler. Unter AEW-Fans die heißeste Person zu sein, ist auch nicht so schwierig. So, du kannst LP regenerieren, indem du einen Regenerationsgegenstand verwendest. So, wie geht das jetzt? Also das Match hatte so ein bisschen Charme, wie gesagt, so ein bisschen Action-Figuren-Charme. Oh, das steuert sich schon so fummelig. Und sowas im Jahr 2023. Oder ist jemand... Oh, guckt euch mal an, wie hackelig das aussieht. Das sieht doch schon richtig scheiße aus. Mit X kann man Punch, Strong Punch, Y Tritte. Oh, da ist jemand. Aber irgendwie witzig ist es ja schon irgendwo. Aber oh, die Animationen sind so fummelig. Man kann springen. Bin jetzt ja auf der Bühne, hallo. Look in my eyes. I'm tired and I work with children. Was ist das jetzt hier? Ein Trampolin. Ach so, jetzt die Arena schrumpft auch. Es ist wie bei Fortnite. Wenn ich Fortnite nur oberflächlich gespielt habe. Da kloppen sich irgendwelche. Man kann nur 3 Aktionen zeigen. Welche Arena schrumpft denn? So, hier. Ich hau ihm mal eine. Weißt du, es spielt sich verdammt fummelig. Obwohl, es basiert dann aber doch ein bisschen auf der Spielmechanik. Andrade hier, ich habe ihn mehrmals geschlagen und getreten. Und er verpasst mir jetzt einen Body Slam. Bin ich jetzt kaputt? Nein, ich habe eine Energieleiste. Zumindest die... Es erfreut mich doch, dass es zumindest die grundlegende Mechanik ist. Und es ist auch ganz charmant, dass Justin Roberts das hier alles ansagt. Also ich muss gerade gestehen, es ist doch irgendwie witzig. Aber weil ich es halt zum ersten Mal spiele und von daher... Und da wurden schon einige eliminiert. Einfach erstmal so lange weglaufen wie möglich, ist vielleicht eine Option. Ah, da werde ich jetzt von hinten getackelt hier. Aber es steuert sich ja schon ziemlich fummelig. Aber wie viele Leute sind denn noch übrig? Wo sehe ich das denn? Also es stehen nur ganz viele, die schon eliminiert wurden. Und ich hätte wahrscheinlich schon irgendwelche Items einsammeln müssen, die ich aber nicht eingesammelt habe, weil ich es nicht weiß. Hier ist ein Football. Football Field Fuckery. LB. Football in die Leiste. Bratpfanne. Jetzt habe ich einen Football und die Bratpfanne. Wie nutze ich die denn? Als... Ah! Kriege ich hier einen Body Slam. Jetzt kann ich mit der Bratpfanne zuschlagen. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Nicht die Mama. Und da habe ich... Oh, jetzt Finisher. Finish. Finish it. Ist ja doch irgendwie witzig. Go to sleep. Haha, bin wahrscheinlich der Einzige, der hier als Punk spielt. Ich muss gerade gestehen, es ist doch irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ich habe das ja auch nicht ausgeschlossen. So, wie viele Leute sind denn noch übrig? 14, oben rechts steht eine 14, ne? Das heißt wohl... Aber ich vermute mal, wenn man das hier ein paar Mal gespielt hat, dann wird man auch wahrscheinlich alles... Alle Optionen kennen. Das ist doch eine Wonne, wenn man online spielt und die... Kommunikationsmöglichkeiten ausgestellt hat. Die anderen können gar nicht mit mir reden. Das ist immer besonders nett. So, jetzt haben wir hier auch noch einen Footballhelm auf und Holzschläger nehme ich mir auch mal noch. Bin auf jeden Fall schon in der Final 11. So, können wir jetzt hier eine Pepsi trinken?
Reifen nehme ich auch mal noch. Hier ist eine Truhe. Was ist denn da drin? Bei Zelda. Mach mal die Truhe auf. Was war das jetzt? Irgendwas? Gegenstände, die ich schon habe? Ein Sack Reißzwecken. Selten. Es gibt auch seltene Waffen. Jetzt haben wir einen Sack Reißzwecken. Wir sind schon mal in der Final 8. Vielleicht spiele ich das tatsächlich auch noch ein zweites Mal. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das sagen würde. Aber es ist ja wirklich wie Fortnite mit dem Schrumpfen. Ich kann ja auch die ganze Zeit hier alleine rumlaufen, ohne dass mir jemand ans Leder möchte. Kann man jetzt mit diesem Sack zuschlagen oder streut man die irgendwo? Was ist denn mit diesen Casino-Chips? Was bringen die mir? Haben die mich irgendwie... Heat-Stufe. Schwache Punch-Kombo. Hockeyschläger. Hier ist irgendeine Kiste. Was mache ich denn jetzt hier mit? Wo sind denn die ganzen anderen Leute? Ach, da ist jemand. Ah. Matt Hardy, du Lappen. Aber das steuert dann sich ja dann doch jetzt super fummelig. Delete, delete, delete. Und warum schlägt er denn mit diesem Sack nicht? Kann man mit diesem Sack nicht zuschlagen? Dann nehme ich doch den Knüppel hier lieber. Ist ein T-Shirt. Was mache ich denn damit? Warum kann er mit diesem Sack nicht zuschlagen? Und da bin ich ausgenockt, dann bin ich draußen. Aber ich habe es zumindest in die Runde der Letzten geschafft. Man ist schon vor dieser Animation eliminiert. Aber ich bin auf Platz 4 gelandet, oder? Bin der Viertbeste gewesen. Ist ganz witzig, aber es steuert sich, wie man sieht, auch verdammt fummelig. Die Animationen sind schon sehr abgehackt. Und das im Jahr 2023. Aber es war zumindest so skurril, dass ich es gern vielleicht doch ein zweites Mal spielen würde. Kann ich jetzt einfach in der Runde hier bleiben? Warum das mit den Reißzwecken nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Kann man damit nicht zuschlagen? Das ist dieser MJF auf 50. Also der MJF als Avatar hat. Der jetzt hier auch wahrscheinlich gewinnt. Ist er denn stärker als die anderen? Ich bleib mal noch drin. Also es ist schon... Es hat witzige Ideen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt ein dauerhafter Spaß ist. Es ist vielleicht... Ja, ausgerechnet er gewinnt. Er hat schon 221 Mal diesen Modus gewonnen. Der spielt das wahrscheinlich rund um die Uhr. Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt alles gesehen habe und es sich weiterhin so fummelig spielt, dann grenzwertig. Ich bleibe auf jeden Fall bei CM Punk. Warum kann ich denn jetzt nicht in dieser Partie bleiben? Warum muss ich jetzt nochmal von vorne suchen? Da hatten wir doch jetzt mal ein paar Leute gefunden. Das waren auch scheinbar alles menschliche Gegner. Mal schauen, wie lange es jetzt dauert. Ich lasse mal die erste Minute laufen. Ja, wie das mit den Reißzwecken besser funktioniert hätte, ich weiß es nicht. Also eben habe ich dann ja noch versucht, auf den Baseballschläger zu wechseln. Das hat dann aber auch nicht mehr funktioniert, dann war ich weg. Also ich bin ja die meiste Zeit schon irgendwie alleine darum gewuselt. Vielleicht sind 30 Leute auch zu wenig, aber ich glaube, die haben schon selber gemerkt, 100 Leute werden die hier in einem Spiel nicht unterbringen können. Oder es würde technisch nicht funktionieren. Was heißt die Zahl unten links? 0128000. Das dauert mir doch zu lange. Ich pausiere mal wieder. Aber wie gesagt, eben dauerte es auch 2,5 Minuten. Jetzt warten wir schon wieder über 2 Minuten. Also letztes Mal 2,5 Minuten. Das ist schon harter Tobak im Jahr 2023. Bei Fortnite muss man, glaube ich, nicht zig Minuten warten, bis man Spieler gefunden hat. Ich lasse es mal noch bis Minute 3 laufen. Wenn ich dann keinen gefunden habe, dann können sie mich auch, glaube ich, mal. Dann spiele ich vielleicht einfach noch ein normales Match mal online. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ist ja vielleicht auch mal was wert. Aber, oh doch, es dauert immer circa 2,5 Minuten. Spricht auch für sich. Aber wir haben welche gefunden. Das sind wahrscheinlich wieder dieselben. Da hätte man auch direkt zusammenbleiben können. Ich kann eine Startposition wählen. Ich wähle einfach mal den Bürobereich. Ich wette, dass es jetzt beim zweiten Mal schon nur noch halb so lustig ist, weil es wahrscheinlich gameplay-technisch und steuerungstechnisch einfach zu viele Defizite hat. Ja, da haben wir wieder denselben Typen. Hätten wir doch auch direkt zusammenbleiben können hier, ne? Ansack 1 Monster. Ich
Los geht's. Wir bleiben erstmal im Büro. Aber wir haben es eben direkt auf Platz 4 geschafft, aber auch hauptsächlich, weil ich die ganze Zeit einfach ausgewichen bin. Der heißeste Spieler. Ich bin der heißeste Spieler. So, war ich eben nur der zweitheißeste Spieler. So, Attraktivität sammeln. Verdiene Attraktivität, indem du verschiedene Aktionen durchführst. Wenn du zu lang keine Attraktivität gewinnst, verliert das Publikum das Interesse. Warum ist hier ein Punk nicht auf diesem Laster drauf? Da ist jemand. Ich verstecke mich aber. Ich versuche jetzt einfach mal die ganze Zeit nur wegzulaufen. Und gucken, wie lange ich damit durchkomme. Ich meine, ich habe beim letzten Mal auch nicht viel anderes gemacht. Du brauchst eine Karottenmütze, um das Pferd zu reiten. Das ist schon... Was hat das mit Wrestling zu tun, Leute? Na gut, das fragt man sich, wenn man AEW schaut, sowieso. Meistens. Aber in dem Videospiel habe ich da... Es laggt es auch ein bisschen. In dem Videospiel bin ich da etwas... Dafür. So, ich bleib einfach mal hier stehen. Vielleicht bemerkt mich ja niemand. Da ist jemand. Es laggt schon ziemlich. Ihr habt gerade die Animation von diesem Young Buck neben uns gesehen. Eigentlich ein Young Buck neben mir hier in der Umkleide. Den müsste ich eigentlich kaputt schlagen. Aber das war mir gerade zu laggy. Das hier sieht nicht wirklich gut gemacht aus. Hier haben wir irgendeine Doktortasche. Irgendjemand wurde schon ausgenockt. Ich sehe aber nicht, wo wird denn die Safe Area jetzt verkleinert. So, jetzt hier sind wir im UFC-Käfig. Können wir die Tür auch zumachen? Ist ja schon ganz witzig gemacht, aber... Schatztruhe. Ein Reifen. Der ist selten. Aber was bringt der uns? Können wir mit zuschlagen, oder? Können wir jetzt hier auf dem Laufband laufen? Es wurden schon etliche Leute ausgenommen. Wo sehe ich denn... Wir können hier die Karte, den Ausschnitt ein bisschen vergrößern. Bin ich jetzt schon außerhalb der Safe Area? Was passiert denn, wenn ich jetzt außerhalb der Safe Area bleibe? Was hat das mit der Attraktivität auf sich? Ich glaube, ich muss in die Safe Area rein. Was passiert denn, wenn ich da nicht reingehe? So, jetzt bin ich in der Safe Area. Was wäre passiert, wenn ich da draus geblieben? Ja, das hat mir ja nicht wehgetan, scheinbar. Wir sehen schon... Einige wurden schon ausgenockt. Also im Büro kann man jetzt gar nicht bleiben. So, jetzt haben wir hier diesen Ring. Kann man sich nicht ducken und verstecken irgendwie? Es ist schon ziemlich leer, also mit 100 Leuten wäre das vielleicht noch ein bisschen lustiger. Und man sieht die Animation, es ist sehr hackelig, ne? Es läuft nicht sehr flüssig da gerade, obwohl bei mir läuft es ja flüssig, aber was die da in den Rängen machen, sieht ja schon ziemlich fummelig aus. Ich bin jetzt in der Safe Area, aber die anderen sind außerhalb und es scheint ihnen ja auch irgendwie nicht weh zu tun. Jetzt habe ich noch einen Helm auf. Ich habe ihm jetzt hier direkt diesen Reifen mitgegeben. Finish it. So, LB, 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 ich drücke LB. Finisher. So, Klaus Bobart Vincent, das kommt schon vorher. Der ist schon ausgenockt, bevor diese Animation überhaupt kommt. Ah, Heatstufe höher, aber mal gucke sich mal an, wie hackelig die Gegner sind. Stufe 1, starker Grapple. Lift 1, Luft, starker Sprung. Meine Animationen sind ja einigermaßen smooth, aber die der Gegner sind es überhaupt nicht. Ich bin schon mal in der Top 12. Versuche den Gegnern aus dem Weg zu gehen, um diese hackeligen Animationen nicht sehen zu müssen. In 12 Sekunden, was passiert dann, wenn die Zeit abläuft? Dann wird das Feld noch kleiner. Irgendwann wird es so klein, dass man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Oder? Das ist ja das Konzept von Fortnite. Ich habe Fortnite auch schon mal gespielt, aber nicht oft. Attention. The safe area is now shrinking. Your penis is now shrinking. Okay, jetzt zieht sich da so ein Kreis zu. Etwas besonderes Schatzkiste ist erschienen. Gut lektoriert, gutes Deutsch. Aber ist sie jetzt so wirklich kleiner? Da ist die Kiste. Wir sind schon mal wieder in der Top 10, weil wir einfach die meiste Zeit allen aus dem Weg gehen. Da ist noch eine Schatzkiste. Komme aber nicht so schnell daran. Ich
Mitte nach oben. Ich komme da gar nicht hoch. Hallo, hier. Ach, hier. Ach, Alistair. Oh, jetzt schlägt sie mich mit dem Golfschläger. Ich choppe sie. Ist es okay, eine Frau zu choppen? Ich habe sie ausgenockt, Brit. Verdummts. Dann sind wir in der Final Four mal wieder. Ich bin schon wieder in der unter den letzten vier, weil ich einfach die meiste Zeit davonlaufe und weil ich natürlich auch den geilsten Stecher unter diesen Wrestlern hier habe. Eddie. Ich choppe einfach alle. Tritt. Ein Tritt, ein Tritt. Ah, MJF von hinten. Ich laufe einfach mal davon. Kann ich die Energie irgendwo aufladen? Sind nur noch... Oh, er hat doch gerade auch wen ausgenockt. Drei Leute sind noch da. Home Run. Was passiert denn, wenn ich da jetzt rausrenne? Ich bin unter den letzten drei. Ich versuche einfach mal hier noch so weit zu kommen, wie ich schaffe. So lange durchzuhalten. Attraktivität ist über 600. Nur weglaufen ist, glaube ich, auch nicht die Option. Aber die haben wahrscheinlich irgendwelche Sachen eingesammelt, die man sammeln kann. Und ich fürchte, der Modus wird jetzt schon ein bisschen langweilig. Weil diese Runde spielen wir mal noch zu Ende. So wirklich krass aufregend ist es nicht. Der macht irgendwelche Kisten auf. Ich laufe einfach davon. Man ist die meiste Zeit alleine. Gut, das liegt natürlich auch an mir selber, dass ich das mit Absicht mache. Da sind Gegenstände. Aber ich sehe, dass man damit immer relativ Ölflasche gefährlich. Ah, MJF. Und da schießt er mich ab. Ja. Jetzt muss ich auch noch ausgerechnet von Hangnail Page sowas einstecken. Ich habe es zumindest in die Top 3 geschafft. Und ich glaube, der Modus, wir haben jetzt schon das meiste gesehen, was man sehen kann. Es war mal ganz nett, aber es ist Gameplay- und Steuerungs- und Animationstechnisch wirklich nicht ansatzweise auf dem Stand des Jahres 2023. Von daher denke ich mal, kann man den Modus zu den Akten legen. Aber das war Stadium Stampede. Wie gesagt, vielleicht mache ich doch noch ein bisschen AEW Fight Forever weiter, wenn die Aufrufzahlen so gut bleiben. Wäre ich ja auch ein Idiot, das nicht zu tun. Aber das war jetzt erstmal Stadium Stampede. Guckt einfach mal rein. Morgen gibt es höchstwahrscheinlich erstmal von WWE 2K einen Random Royal Rumble. Dann haben wir noch das WWE oder das World Heavyweight Title Turnier von der LWF, was nächste Woche kommen wird oder am Sonntag vielleicht schon. Fight Forever, vielleicht werde ich es nochmal spielen, vielleicht auch nicht. Ansonsten, das hier war Stadium Stampede. Macht's gut. Bye, bye.